Schwung aus der Schlussphase vom Hinspiel mitnehmen. Zum 3:4 hat man da in der Nachspielzeit noch verkürzt. Und nach dem Sieg gegen Basel in der Liga ist man voll im Rhythmus. 7 Minuten sind gleich um. Erster Angriff, Ball auf Mach, ist wettgemacht. Ja, jetzt sehen sie hier ganz plötzlich wie Sieger aus. Mahmoud mit dem Traumtor. Im Gegensatz zum Hinspiel ist er in der Startelf. Gleich bleibt aber, die Tessiner legen einen Blitzstart hin. Die zweite Hälfte geht Lugano etwas gar forsch an. Dumbia sieht gelb. Wenig später auch Ali Seda für dieses. Der eingewechselte Jandasch tritt ihn hoch auf Dzeko. Ausgleich! 93 cm kommt er da frei zum Kopfball. Nach einer Stunde Fenerbahce wieder im Vorteil. 5:4 vorne im Gesamtscore. Edin Dzeko auch in der dritten Minute der Nachspielzeit am Ball. Die Flanke kommt hoch auf Tadic, der legt auf Szymański. Erst in der Nachspielzeit wird da die Überlegenheit des Fenerbahce-Kaders doch noch.